Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar hier auf YouTube Livestream. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Minecraft Smash Arica Studio, was wir mit Minecraft anstellen werden, was wir im Arica Studio mit Minecraft anstellen werden sozusagen. Wer neu dabei ist, was ist Arica? Wir verbinden die virtuelle mit der realen Welt mit Hilfe von Augmented Reality. Wir haben bereits schon bestehende Inhalte, die ich euch gleich zeige. Auf www.arica.net haben wir schon bestehende Augmented Reality Inhalte, die ihr euch bestellen könnt und Augmented Reality mit Hilfe unserer App anschauen könnt. Und was neu dazugekommen ist, ist unser Arica Studio. Das habe ich vor 2 Wochen in einem Webinar bereits erklärt, falls jemand letzte Woche das Video verpasst hat. Das ist weitere 7 Tage online für euch. Und mein Internet funktioniert nicht. Jetzt geht's. Da ist es. Super. Hier auf unserer Shop-Seite könnt ihr euch herumschauen. Wir haben diverse Themenhefte, Erlebniskarten, Dinosaurier und Tiere. Das T-Shirt, was ich gerade anhabe, könnt ihr euch bestellen. Biologie-T-Shirt. Und ja, aber heute geht es um Arica Studio wieder mal. Und was ist Minecraft überhaupt? Das ist die Frage. Minecraft ist ein Open-World-Spiel, kreiert von Markus Persson. Und es geht darum, es ist ein Blöckchenspiel mehr oder weniger in einer dreidimensionalen Welt, wo man Blöcke zerstören kann und wieder einfügen kann sozusagen. Man kann sich Häuser bauen, seine eigene Welt kreieren sozusagen. Aber ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden, wir schauen uns das heute an. Wir wollen heute aus Minecraft ein 3D-Objekt exportieren, das in Arica Studio importieren und dann dreidimensional darstellen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. In unserem Fall sind wir hier jetzt auf Minecraft Education Edition und wir drücken da auf Spielen und kreieren uns unsere eigene neue Welt. Wir klicken auf Neu und es gibt 2 Spielmodi, einmal der Standardspielmodus Überleben und einmal Kreativ. In unserem Fall werden wir den Kreativmodus brauchen, weil da kann man fliegen und besser bauen, da braucht man nicht Ressourcen sammeln sozusagen. Und ja, wir schalten auf Kreativ und drücken da auf Spielen. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe schon meine Welt, in die gehe ich jetzt mal rein und schauen uns das mal an, was ich da vorbereitet habe. Wie gesagt, wie letztes Mal bei irgendwelchen Fragen, Kommentaren, Beschwerden, Anliegen, einfach in die Kommentare schreiben. Ich habe auf meinem zweiten Bildschirm habe ich den Live-Chat und sehe da Akari postet fleißig. So das erste Webinar schon gepostet, super. Danke für die Unterstützung, hallo Akari. So, wir sind in unserer Welt und sehen, ich habe hier schon ein kleines Haus gebaut, das wir heute exportieren wollen. Das ist meine Minecraft-Welt. Das wird random generierte Blöcke, Wälder, Felsen, wie man sieht im Hintergrund. Und ja, mit linker Maustaste lassen sich Blöcke zerstören. Und mit rechter Maustaste kann man sie wieder einsetzen. Die Blöcke bekommt man, indem man auf E drückt. Da kommt man ins Inventar. Und in meinem Fall ist das jetzt der Kreativmodus. Da können wir uns austoben. Da gibt es alle Art Blöcke, Glas, Leitern, Betten, Werkzeuge, Rüstung. Brauchen wir heute alles nicht, aber nur vorweg, wenn man im Survival-Modus ist, im Überleben-Modus hat man das nicht, da muss man von ganz neu anfangen, hat nichts im Inventar und muss sich zuerst einen Baum abpflücken und damit etwas craften, also Werkzeug herstellen, Rüstung bauen, dann kommt Nacht, dann kommen Monster, aber
darum soll es heute nicht gehen. Was wir machen wollen, ist dieses Haus exportieren. Ich schalte nur noch mal auf Licht. Timeset 0, dann beginnt der Tag von neu. Ist ein bisschen heller. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen den Konstruktionsblock. Den habe ich hier schon drinnen. Wie bekommt man den? Im Inventar gibt es eine Suchleiste. Die wäre hier. Da können wir suchen Konstruktionsblock. Das ist dieser lilane Block. Nimmt man einfach mit der linken Maustaste und kann es in sein Inventar einfügen. Wer das Spiel auf Englisch hat, findet ihn nicht unter Konstruktionsblock, sondern unter Construction Block. Da muss man mit C schreiben. Gut. Wenn wir das haben, platzieren wir diesen neben unser Haus. Wo ist es? Hier. Ja, platzieren wir ihn mal hier hin. Schauen, was passiert. Man sieht hier jetzt ein Kastall. Ein Kastall. Und alles, was innerhalb dieses Kastalls ist, wird exportiert. So. Wir drücken mit rechter Maustaste auf den Block. Wenn man mit links drauf drückt, dann zerstört man ihn wieder. Rechte Maustaste, drückt drauf und es öffnet sich sozusagen die Ansicht des Konstruktionsblocks. Und hier rechts sieht man jetzt das 3D-Objekt, wie es jetzt exportiert werden würde. Wir wollen natürlich das ganze Haus, dafür gibt es ja diese drei Achsen, die müssen wir teilweise verlängern. Gut, wir haben eine X-Achse, das ist rot markiert, eine Y-Achse nach oben, die ist grün markiert, die sieht man auch hier mit diesen Strichen, und die Z-Achse, die Breiten-Längsachse, blau markiert. Das ist auch hier links mit der Größe gut dargestellt. Gut, wir brauchen auf jeden Fall mehr X-Achse. Schreiben wir da mal 10 hin. Ah, das sieht einmal ganz gut aus. Ich sehe gerade, da fehlt ein bisschen Erde. Das werden wir dann noch nachbauen ein bisschen, damit das besser aussieht. Und eine Kuhmut auch. Gut, Y geht nach oben. Da brauchen wir auch ein bisschen mehr. Da mache ich mal 15. Ah, das ist ein bisschen viel, aber im Endeffekt ist es egal. Wir können das auch trimmen, runter auf 12 zum Beispiel. Hauptsache, es fehlt nichts sozusagen. So, und die Z-Achse verlängern wir auch mal um 5. Geben wir auch wieder 10 ein. Und man sieht, das Haus ist schon da. So, ich habe aber gesehen, es gibt hier einen Fluss. Ich möchte diesen See möchte ich auch mit importieren, weil der ist ganz nett. Und ich sehe, hier fehlt auch eine Tür zum Beispiel. Kann man auch im Inventar wieder finden. So, ich drücke wieder rechte Maustaste und verlängere das, die, welche Achse ist das? Die Z-Achse verlängere ich nochmal um 5, 15. Gut, man sieht jetzt das Wasser nicht. Warum? Weil der Konstruktionsblock, er müsste ein bisschen weiter runter gehen und dafür ist die rechte Seite zuständig. Nochmal auf rechts drückt, hier Offset, diese drei Spalten. Und wir wollen den ganzen Block, den Exportblock ein bisschen weiter runtersetzen. Das wäre in dem Fall unsere grüne Achse, die Y-Achse, setze ich mal auf minus 5. So, und man sieht, es ist alles da. Jetzt werden wir da noch ein bisschen verschönern, ein bisschen Erde hinzufügen, dass das auch noch was ausschaut. Vielleicht hier so eine kleine Eingangsstufe und ein bisschen das Dach vervollständigen. Und ja, warum nicht dann ein paar Blumen hier einfügen, so, dass er ein kleiner Vorgarten hier ist. Super schön. So, da. Gut. Gut, da habe ich einen Fehler gemacht, da tue ich das lieber mal weg. Da auch. Dann mache ich lieber neu. Bin ein kleiner Perfektionist. Gut, das Dach lassen wir jetzt einmal so, dass man auch von oben reinschauen kann. Und ja, im Grunde genommen müssen wir das Objekt jetzt exportieren. So, 3D-Export. Es ist derzeit nichts anderes auszuwählen. Und wir können jetzt noch nicht auf Exportieren klicken. Warum nicht? Wir brauchen einen Konstruktionsnamen. Wir nennen es Haus. Erstes Haus, Haus 1. Und exportieren das Ganze. So, das Modell wird generiert und es öffnet sich gleich mein Dokumentenordner, wo ich das Haus 1 einfügen kann. Wichtig, es wird gleich als GLB-Dateityp exportiert. Das ist wichtig, weil im Arika Studio
funktioniert GLB sehr gut. Gut, wir speichern das. Und das war es eigentlich schon wieder. Und jetzt gehen wir zum wichtigen Teil in dem Stream, und zwar Arika Studio. Dafür gehen wir wieder auf Studio. Studio.arika.net. So, ich bin eingeloggt. Wie gesagt, falls jemand wissen will, wie das Arika Studio funktioniert, wie man sich anmeldet, wie man eine Bestätigungs-E-Mail bekommt und so, schaut das letzte Webinar, das ist im Live-Chat drin gepostet, für die nächsten 7 Tage noch verfügbar. Wir haben übrigens in 2 Wochen auch wieder ein weiteres Webinar, da geht es um Biologie und Arika Studio, aber da erzähle ich noch nachher ein bisschen was. Gut, wir gehen auf My Projects und kreieren uns ein neues Projekt. Nennen wir es House und Create. Und es öffnet sich gleich unser Arika Studio. Wir fügen das 3D-Objekt jetzt ein. Wie haben wir das gemacht letztes Mal? Wir gehen unten auf Plus und drücken hier auf 3D. Wichtig, es sollte ein GLTF-Object oder GLB-Datei sein. Das wird im Arika Studio am besten angezeigt und funktioniert am besten. Wir brauchen wieder einen Namen. Bleiben wir bei House und fügen die Exportdatei ein. Mir hat es geheißen Haus 1 war es, gell? So, öffne das und importieren. Es lädt ein bisschen und siehe da, es hat funktioniert. Perfekt, ich schalte wieder den Dunkelmodus ein, den macht man da rechts oben, weil es ist mir sonst ein bisschen zu hell. Gut. Jetzt höre ich, in Minecraft beginnt es gerade zu regnen. Das schalten wir kurz aus. Weather clear war das. Er wechselt zum schönen Wetter. Perfekt. So. Man sieht, der Trigger ist wieder hier. Und das Haus ist ein bisschen zu weit unten. Deswegen gehen wir da wieder auf unser Haus und ändern die Position, die Y-Achse, und verschieben das Ganze ein bisschen nach oben. So, ja, das sieht gut aus. Und machen es auch ein bisschen größer. Da machen wir die Scale auf allen 3 Achsen gleich groß, weil sonst schaut es ein bisschen komisch aus. So, und wie man sieht, er hat alles mitgenommen, sogar die Blümchen, die wir vor kurzem da eingefügt haben, im Vorgarten sind auch da. Also, das hat alles super funktioniert. Und man sieht, auch wenn man hier durchs Glas sieht, das ist wie echtes Glas, man sieht sozusagen durch, das ist transparent, extrem faszinierend. Da unten ist sogar ein bisschen Kohle, also Survival-ressourcenmäßig könnte man Kohle dann auch gebrauchen, aber ist jetzt irrelevant für uns. Gut, das ist ein bisschen langweilig, ich füge da jetzt noch einen Button dazu. Wir haben, weil es schaut ein bisschen leer, ich möchte ein bisschen was hinzufügen. Wir adden den Button zum Beispiel, wie haben wir das gemacht? Wir haben das mit Minecraft gemacht. Wir nennen den Button Minecraft und nehmen die Internetseite www.minecraft.net, sollte das sein. Adden diesen Button. Perfekt. So. Und weil es so schön ist, wenn wir den ein bisschen nach rechts verschieben, das machen wir mit Position auf der, ja, ein bisschen weiter nach oben und X-Achse ein bisschen nach rechts verschieben. So, eine kleine Rotation einfügen auf der X-Achse und der Button ist kreiert. Der ist mal ein bisschen zu groß, ich werde die Scale noch ein bisschen kleiner machen. So, 0,8. Das ist jetzt schön. Das gefällt mir gut. Und wie nennen wir uns das? Fügen wir noch einen Text ein. Das habe ich letztes Webinar alles erklärt. Wie gesagt, bei Fragen Webinar anschauen oder gleich hier fragen. Hier fügen wir gleich einen Text ein und nennen es Minecraft House. Adden diesen Text. Und zur Sicherheit speichern wir das Ganze mal.
und verschieben das. Wie sieht das von der Vogelperspektive aus? Da gehen wir auf V, ich drücke mal auf V. Von oben schaut das noch ein bisschen komisch aus, deswegen werden wir diese Schrift hinter das Haus verfrachten. Gehen wir auf die Schrift, ändern die Position ein bisschen nach oben und ein bisschen nach hinten. So. Und vielleicht eine kleine Rotation rein. Das sieht ja nach was aus. Das ist schön. Perfekt. So, wie sieht das Ganze jetzt augmentiert aus? Das werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar auf View AR und starten den AR Viewer. Die Kuh muht auch schon. Sehr gut. So, ich habe ein kleines Screen Recording vorbereitet. Wir scannen unseren QR-Code ab. Es öffnet sich sofort Arika Studio. Das habe ich jetzt mit dem Handy vorgefilmt, weil ich leider noch keine Live-Übertragung von meinem Handy habe. Und wir scannen den Trigger ab und siehe da, funktioniert einwandfrei. Schaut echt cool aus. Und wenn man hier reingeht, Blumen sind da, super, hat alles mitgenommen. Okay, wenn man hier jetzt nämlich auf den Minecraft-Button drückt, sollte man auf die offizielle Seite von Minecraft kommen. Super. Perfekt, das hat super funktioniert. Ja, ich habe gesehen, da mut schon wieder eine. Ich habe gesehen, es wurden schon einige Minecraft-Objekte dargestellt. Schauen wir uns die mal an. Also dargestellt, es wurden schon ein paar hochgeladen. Gehen wir mal back to Projects und in die Explore-Page, da sind alle öffentlichen erstellten AR-Sachen von anderen Leuten zu sehen. Und wenn wir uns jetzt einmal, schauen wir uns einmal das an. Mago MC World habe ich auch vorbereitet. Hier wieder den QR-Code scannen. Hoppa. Genau. QR-Code wird gescannt. Arika Studio öffnet sich. Den Trigger, den habe ich hier mir gleich sechsmal ausgedruckt heute. Und das dauert ein bisschen länger zum Laden, ist mir aufgefallen, weil das Objekt viel größer ist, aber es ist nicht viel länger als ein kleines. Also da handelt es sich wirklich nur um Sekunden. Und es sieht auch richtig cool aus mit dem Glas von oben, das man durchsehen kann und der kleine Teich mit den Seeblättern drauf, Seelilien oder wie heißen die? Deichlilien. Echt schön gemacht. Also wirklich cool. So, und dann habe ich noch ein drittes vorbereitet. Das ist von, schauen wir uns das noch an, hier auf der ersten Seite, genau von der Marie-Louise. Können wir uns auch noch anschauen. Das habe ich hier. Wie gewohnt, wenn man auf dieser Seite ist, scannt man den QR-Code mit dem Handy ab und geht dann mit dem Trigger, der entweder auf der Internetseite ist oder eben den ausgedruckten, scannt man drüber und das Objekt erscheint da drauf. Eine coole Neuigkeit, die wir haben, wir können bereits das Objekt, also das Minecraft-Objekt, können wir bereits in den Raum platzieren. Das heißt, wir brauchen nicht mal mehr diesen Trigger. Das ist ganz cool. Hier ist cool, man kann das durch die Welt sehen. Also da ist gesprengt worden und da kann man sogar durchschauen. Da ist eine Küche gebaut worden. Ist echt cool gemacht auch. Sehr stolz auf Luisa. Echt cool. Die Neuigkeit. Genau, da war ich. Wir können das Minecraft-Objekt bereits in den Raum platzieren. Das heißt, wir brauchen den Trigger nicht mehr. Wir können das Minecraft-Objekt groß scalen, dass man sozusagen das, was man in Minecraft gebaut hat, so groß machen kann, dass man selber in dem Objekt herumgeht, in der Wohnung oder im Haus oder wo auch immer man sonst ist. Es funktioniert derzeit nur mit Android. Wenn es auf iOS auch funktioniert, es wird bald auf iOS auch funktionieren. Und
Das werde ich euch dann natürlich auch zeigen, wenn es soweit ist. Ja, also prinzipiell war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in 2 Wochen gibt es Biologieunterricht mit Arika Studio. Und genau, habe ich irgendwas vergessen? Na ja, natürlich. Also bitte probiert es selber aus. Würde mich freuen, wenn ein paar weitere Minecraft-Objekte im Arika Studio zu sehen sind. Und in 2 Wochen, das ist der, schauen wir gleich nach. Das wäre der 7. Mai, glaube ich. Genau, am 7. Mai ist gleich groß im Kalender eintragen: Arika Studio Biologie. Den Link, der ist schon verfügbar. Arkadi, kannst du den vielleicht noch in den Chat posten, dass die Leute gleich wissen, wo sie mich, glaube ich, mache ich das, ich glaube, ich mache das wieder, wo sie mich in 2 Wochen wieder finden. Perfekt, drittes Webinar ist auch. Freut mich. Also, ich bleibe noch hier. Falls ihr Fragen habt, gerne stellen, sonst schreibt es uns und schaut gerne im Arika Shop vorbei. Wir haben einige Themenhefte, Skelettposter, Skelett-T-Shirt ist neu. Das gab's auch, das habt ihr vielleicht auch bei 2 Minuten 2 Millionen gesehen. Mitte März waren wir bei 2 Minuten 2 Millionen. Bin ich als Live-Model daneben gestanden und war ganz lustig. Gut, ich glaube, da ist eh genau, da ist das Bild von 2 Minuten 2 Millionen. Hat mich sehr gefreut. Ich würde mich freuen, wenn viele Objekte im Arika Studio gepostet werden, die ich mir anschauen kann. Und schreibt uns auch sehr gerne, welche Webinare ihr sehen wollt. Was wollt ihr sehen? Was können wir für euch zeigen? Was wollt ihr wissen? Was sollen wir mit euch ausprobieren? Lasst euer Fantasie freien Lauf. Wir probieren das dann umzusetzen, werden es umsetzen. Und bis dahin, bis in 2 Wochen. Ich freue mich. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal und ciao.